Heute geht es um Kinderzähne und vielleicht kennst du das Szenario. Oh, das sind aber schon viele Zähne oder oh, noch gar kein Zahn da? Wann du dir tatsächlich Sorgen machen solltest und wann es Zeit ist, zum Zahnarzt zu gehen, das erfährst du in diesem Video. Hi und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Tatjana Felkner. Ich bin Zahnärztin und bei uns auf dem YouTube-Kanal findest du alles rund um das Thema gesunde Zähne und unser Lieblingsthema, die Zahnerhaltung. Bevor es aber losgeht, habe ich noch eine kleine Bitte an euch. Wenn euch unsere Videos gefallen, dann klickt doch auf Abonnieren und dann geht's los. Eine Sache ganz zu Beginn des Videos und damit nehme ich leider schon die Spannung aus dem Video und auch aus dem ganzen Thema. Bei Kindern gibt es eigentlich kein Normal. Wir haben eine riesengroße Spanne. Es gibt Babys, die kommen sogar schon mit Zähnen zur Welt und es gibt Kinder, die bekommen ihre ersten Zähne erst mit dem ersten Geburtstag. Alles dazwischen ist relativ normal. Wenn ihr googelt, dann findet ihr Zahndurchbruchsschemata im Internet mit verschiedenen Farben, wann welche Zähne durchbrechen sollten. Wir können ja auch einmal so ein Schema einblenden, dann habt ihr Überblick, aber das sind wirklich nur ganz grobe Orientierungshilfen. Also es sind Durchschnittswerte, wann bei den meisten Kindern die Zähne durchbrechen. Und ich erkläre euch jetzt mal, wann das so ganz grob ist, wann ihr mit den ersten Zähnen rechnen könnt. Die meisten Kinder bekommen ihre ersten Zähne um den 6. Lebensmonat herum. Und zwar sind das die Unterkiefer-Schneidezähne. Wenn ihr merkt, dass das Zahnfleisch so langsam geschwollen ist oder vielleicht, dass die Kinder etwas mehr speicheln, sind das erste Symptome für den Zahndurchbruch. Ihr könnt ja mal mit dem Finger tasten. Häufig sieht man schon eine ganz kleine Spitze. An dieser Stelle möchte ich noch was zu einem sehr, sehr hartnäckigen Gerücht sagen. Und zwar, dass Kinder Fieber entwickeln, wenn die Zähne durchbrechen. Das ist nicht der Fall. Also, was sein kann, ist, dass die Temperatur etwas erhöht ist. Aber richtiges Fieber, das liegt nicht am Zahnen. Das sollte abgeklärt werden. Vielleicht ist es ein Infekt. Was manchmal sein kann, das haben Studien gezeigt, dass es genau umgekehrt ist, und zwar, dass bei einem Infekt, man hat eine höhere Stoffwechselrate, da passiert ganz, ganz viel, das begünstigt eher den Zahndurchbruch, also eher umgekehrt. Die ersten Zähne sind da, 6. Lebensmonat, und dann kommen die nächsten, und zwar so ungefähr 7. bis 9. Monat, die Oberkieferfrontzähne. Und danach habt ihr erstmal so eine kleine Verschnaufpause. Die nächsten Zähne, die durchbrechen, das sind die ersten Backenzähne und die kommen ungefähr mit dem 14. Monat, ganz grob. Danach, 18. Monat, kommen die Eckzähne im Unterkiefer und im Oberkiefer. Dann wieder kleine Verschnaufpause und 24. Monat, also 2. Lebensjahr, die letzten Backenzähne. Mit 2 Jahren hat dann euer Kind alle 20 Zähne. Und jetzt war natürlich die Eingangsfrage, wann ist es denn Zeit, zum Zahnarzt zu gehen, wenn die Zähne eben nicht so durchbrechen? Da kann man so ganz grob einen Richtwert nennen, wenn nach dem ersten Geburtstag wirklich noch nicht mal die Zähne in Sicht sind, dann einfach mal beim Zahnarzt vorstellen, der schaut sich das Ganze an, aber auch hier noch kein Grund zur Sorge. Grob zusammengefasst, entspannt euch, die Zähne kommen meistens früher oder später und wenn sie früh kommen, dann fallen sie in der Regel auch wieder früh aus. Wenn sie spät kommen, fallen sie auch spät wieder aus. Tada! Ja, ich hoffe, ich konnte alle eure Fragen beantworten und ihr habt jetzt eine ganz grobe Orientierung, wann die Zähne kommen sollten. Wie gesagt, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie das bei euren Kindern war. Kamen die Zähne früh? Kamen sie alle auf einmal? Das kommt auch manchmal vor. Alle mit einem Wumms sind sie da. Oder habt ihr lange auf die Zähne gewartet? Schreibt es mal rein und ansonsten bis bald.